Gotteshäuser sind für viele Menschen ein wichtiger Ort oder eine Rückzugsmöglichkeit, innezuhalten. Kirchen haben aber, egal ob für Gläubige oder andersdenkende Menschen, eine ungeheure Faszination. Es ist die Höhe der Decken oder die oft bunten Bleiglasscheiben, auf die man immer wieder schaut. Eine Kirche in Zwickau, welche ganz viele dieser Fenster ziert, ist die Pauluskirche in Marienthal. Schaut man genauer hin, dann ist unschwer zu erkennen, dass hier der sprichwörtliche Zahn der Zeit genagt hat. Aber es ist Rettung in Sicht. Eingeladen waren die Medienvertreter am vergangenen Samstag, um die Öffentlichkeit darüber zu informieren, was man hier künftig genau vorhat. Ja, wir freuen uns sehr. Die Ostdeutsche Sparkassenstiftung hat Anfang Dezember uns mitgeteilt, dass sie mit einer sehr, sehr großen Summe unser Projekt Bleiglasfenstersanierung unterstützen wird. Und das ist für uns jetzt der Startschuss, dass wir jetzt im Januar 2022 mit der umfänglichen Sanierung der gesamten Bleiglasfenster, die wir hier im Innenraum, aber auch die in den Außenräumen zu finden sind, dass wir damit beginnen können. Große Nachricht, fast ein kleines Weihnachtsgeschenk. Man hat es heute gehört, die Kirche ist im wahrsten Sinne in die Jahre gekommen. Es sind zum einen die Bleiglasfenster, aber Sie haben ja schon im Vorfeld andere Maßnahmen vollzogen. Genau, im vergangenen Jahr wurde hier schon eine sehr große Baumaßnahme im Umfang von etwa 330.000 Euro durchgeführt, nämlich die grundhafte Instandsetzung der Elektroanlage. Das war dringend notwendig. Da war sogar Gefahr in Verzug, nämlich wenn durch die Anlage, die seit Beginn, seitdem diese Kirche elektrisch ausgestattet ist, bestanden hat, die musste komplett ausgebaut und eine neue Anlage eingebaut werden. Das ist erfolgreich beendet worden, auch mit verschiedenen Fördermitteln. Und dafür sind wir sehr dankbar. Und die Maßnahme, die wir jetzt haben, hat einen Gesamtumfang von 280.000 Euro. Mit vor Ort war am vergangenen Samstag Rudolf Fischer von der Sparkasse Zwickau. Mit dem Slogan Gut für die Region unterstützt der regionale Finanzdienstleister immer wieder wichtige Projekte. Ja, Sparkasse Zwickau, gut für die Region heute in der Pauluskirche, wie Sie richtigerweise gesagt haben. Das Haus Gottes ist in die Jahre gekommen und jeder, der ein altes Haus besitzt, weiß, man braucht viel Liebe, Kraft, aber auch Geld, um das zu erhalten. Und wir sind deswegen heute hier, weil die Sparkasse Zwickau mit der Sparkassenstiftung die Baumaßnahme unterstützt, insbesondere die Bleiglasfenster, die von kulturhistorischer Bedeutung sind. Und wir freuen uns auf den Beginn der Baumaßnahme nächstes Jahr. Als baubegleitendes Architekturbüro wird das Team um Andreas Kraus im Jahr 2022 einen Vergabevorschlag für die Arbeiten dem Kirchenvorstand zur Abstimmung vorlegen. Ja, also wir sind schon über viele Jahre in der Branche tätig und freuen uns hier, das übernehmen zu dürfen und das Vertrauen zu bekommen. Was sind denn die Herausforderungen, die sich hier insbesondere stellen? Die substanzschonenden, als substanzschonende Arbeiten, das sind die Herausforderungen immer im Denkmalpflegebereich. Und dann natürlich auch den Ablauf der Gewerke untereinander so zu gestalten, dass jeder sicher arbeiten kann und auch ein gutes und qualitativ hochwertiges Ergebnis kommt. Logistisch muss man sich so vorstellen, Sie haben es heute schon gesagt, dass das Kirchenhaus nicht komplett eingerüstet wird, sondern dass stückweise vorgegangen wird. Wie sieht das genau aus? Das sieht so aus, dass wir da in den Wintermonaten begonnen wird, die Emporefenster ausgebaut werden, die Öffnungen gesichert, einbruchsicher wieder geschlossen werden. Und das sind die ersten Etappen. In den Sommermonaten kommen die Altarfenster, die an Ort und Stelle restauriert werden. Und dann kommt der Abschluss im Herbst von allen Fenstern. Es werden ortsansässige Firmen gebunden werden. Es sind aus der Region Firmen, der Branche entsprechend Firmen, die schon da gute Erfahrungen haben über viele Jahrzehnte. Dann sind wir gespannt und werden Sie über den Baufortschritt informieren. Wenn wir dann schon mal kurz vor Weihnachten in einem Gotteshaus zu Gast waren, interessierte uns natürlich, was hier zu Weihnachten möglich ist.
Es geht was. Es wird in unserer Pauluskirche so sein, dass wir am Heiligabend hier zwei Gottesdienste feiern. Wenn Sie in das Gesamtprogramm der Stadtkirchgemeinde schauen, dann werden Sie sehen, dass wir an vielen Orten viele Gottesdienste feiern. Das Gottesdienstprogramm läuft erfreulicherweise unter Einhaltung der bekannten Hygieneregeln weiter. Und Weihnachten ist ja nicht nur Heiligabend, sondern geht über die Feiertage und da bieten wir Gottesdienste an. Auch in den Gottesdiensten danach werden die Krippenspiele, das sind kleine Krippenspiele in diesem Jahr, oft auch mit Abstand, aber auch in den Gottesdiensten danach wird es viele Krippenspiele und auch Angebote noch geben, die man eigentlich nur am Heiligabend sonst in den Kirchen sucht. Wenn wir heute schon mal kurz vor dem Weihnachtsfest in einem Gotteshaus zu Gast sind, was ist Ihr großer Wunsch in diesen so anderen Zeiten? Ich wünsche mir natürlich, wie alle in der Gesellschaft, dass sich dieser Virus nicht weiter ausbreitet. Ich wünsche mir aber auch von vielen, vielen Menschen, dass sie mit Solidarität, im wahrsten Sinne des Wortes, im guten Sinn, mit Abstand, aber trotzdem in innerer Nähe miteinander das Leben teilen in der Zukunft, dass die Spaltung, die sich in der Gesellschaft in den letzten Wochen und Monaten noch einmal verstärkt offensichtlich aufzeigt, dass die überwunden werden kann und dass wir gut im Gespräch alle miteinander bleiben und einfach dem anderen ein Stück, auch in dieser Zeit, mehr Liebe als Missgunst entgegenbringen. Das wünsche ich mir sehr.